Hallo zusammen, willkommen zurück zu PHP. Heute geht es um Interfaces und abstrakte Klassen. Zwei unterschiedliche Dinge, also Vorsicht, nicht verwechseln, aber sie machen ähnliche Dinge. Und deswegen werden wir die in einem Video machen, dann kann ich euch auch super die Unterschiede zeigen. Super, okay, schauen wir uns einfach mal an, was ist ein Interface und was ist eine abstrakte Klasse. Sagen wir mal, ich habe ein Interface. Das definiere ich mir wieder mit dem neuen Schlüsselwort Interface, wer hätte es gedacht. Und das ist jetzt ein Interface für meine User. Nicht nur für User, sondern, mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein, sondern tatsächlich für alle Klassen, die ihr benutzen könnt oder sowas. Sagen wir mal Interface Printable, nennen wir das ganze Ding. So, und jetzt bedeutet das für euch, wenn ihr ein Printable Objekt habt, das ist quasi sozusagen eine eigene Art von Klasse, es ist eine spezielle Klasse. Und euer Interface Printable kann nur implementiert, also hier extended werden sozusagen. Man schreibt aber statt extends implements printable. So. Und was macht jetzt dieses printable hier? Da steht ja noch gar kein Code drin. Ja, kommt gleich. Was wir jetzt hier machen, wir schreiben public. Ihr könnt auch public einfach so als Keyword schreiben. Public function print me. So, die Funktion print me, ohne die Klammern. Einfach nur diese Klammern hier, die wollte ich eigentlich haben. Und danach ein Semikolon. So, das ist jetzt eine sehr komische Funktion, das nennt sich abstrakte Funktion. Und da seht ihr auch schon den Zusammenhang mit abstrakten Klassen. Kommt aber alles noch. Ihr habt hier nur eine abstrakte Funktion. Diese Funktion existiert gar nicht, nur in dem Printable Interface. Wenn ihr jetzt versucht, hier unten ein New Printable zu schreiben, also sowas, was wir gerade schon hier die ganze Zeit mit den Super-Usern und Infidel-Usern gemacht haben, hier, dann bekommt ihr einen Fehler, weil Interfaces kann man nicht direkt instanzieren. Macht ja auch Sinn, denn wenn ich jetzt hier oben, sagen wir mal, ich habe so ein Printable tatsächlich als Objekt, dann würde ich versuchen, diese PrintMe-Funktion auszuführen und dann habe ich einen Fehler, denn was soll bitte da an Code ausgeführt werden? Steht ja keiner da, ne? Und deswegen funktioniert das nicht. Das Einzige, was man mit Interfaces machen kann, ist, man kann sagen, okay, mein User hat jetzt ein Printable. So. Also der ist quasi auch ein Printable, er erbt davon. Quasi dasselbe, was wir hier unten gemacht haben mit Extends User, nur dass es mit Interfaces hier eben Implements heißt. Das ist der einzige Unterschied, also das ist einfach ein anderes Schlüsselwort, was quasi dasselbe tut. Okay, und wozu brauche ich jetzt dieses dämliche PrintMe hier? Das ist ja eine abstrakte Funktion. Kann ich mir auch einfach hier unten definieren? Ja, könnt ihr machen. Aber sagen wir mal, ihr habt noch eine weitere Klasse irgendwo später in eurem Code oder früher oder wo ganz anders. Und diese Klasse ist was komplett anderes. Zum Beispiel Datenbank. Da habt ihr eure ganze Datenbank drin. Und die Datenbank, die implementiert jetzt auch Printable. So, und was das bedeutet ist, ihr müsst hier in eurer Datenbank und in eurem User sicherstellen, sonst gibt es einen Fehler, dass ihr diese Funktion PrintMe tatsächlich auch implementiert habt. Also tatsächlich auch mit diesem Körper, sagt man. Und das heißt, die Datenbank, dadurch, dass ihr Printable implementiert, stellt der Entwickler sicher, dass ihr hier auch eine Funktion drin habt, die public function PrintMe heißt. Genau, PrintMe heißt. Und die auch tatsächlich dann einen Körper hat. Also sowas hier. Und jetzt sagen wir hier echo empty, also einfach eine leere Datenbank. Keine Ahnung. Gut, und was ihr jetzt damit machen könnt, ist das, was wir hier unten gemacht haben. Wenn ihr, sagen wir mal, eine Datenbank haben und ihr habt einen Super-User und ihr habt einen Infidel-User und dann habt ihr noch einen normalen User und die können wir alle in ein einziges Array packen. Also wir packen eine Datenbank, 500 User und, keine Ahnung, noch 20 verschiedene andere Objekte, die alle dieses Printable implementieren hier und deswegen auch alle diese PrintMe-Funktionen haben, packen wir alle in ein einziges Array und dieses Array hat dann den Typ Printable, weil das der einzige oder der höchste gemeinsame Typ ist. So, und diesen Typ, der stellt einfach nur sicher, man kann es ausgeben. Das heißt, wenn ich die Funktion PrintMe aufrufe, gibt es keinen Fehler, denn jedes einzelne Printable-Objekt hat auch so eine PrintMe-Funktion und ich kann deswegen auch überall PrintMe ausgeben und deswegen automatisch dann sagen, okay, die können alle ausgegeben werden. Das ist der Sinn von Interfaces. Falls ihr das jetzt gerade nicht verstanden habt,
versucht euch mal ein Beispiel auf dem Blatt auszudenken, wirklich auf dem Blatt, das macht wirklich sehr viel Sinn in dem Fall. Und dann guckt euch einfach das Video gerade nochmal an. Wenn es irgendwie immer noch nicht klar wird, dann könnt ihr mir auch gerne mal einen Kommentar schreiben oder sonst irgendwie eine Nachricht. So, jetzt geht's weiter mit abstrakten Klassen. Also Interfaces waren sozusagen, ja, pur abstrakt. Bei abstrakten Klassen kann man noch ein bisschen mehr machen. Ich zeige euch gerade mal die Methode, wie man hier aus einem Interface eine abstrakte Klasse macht. Schreiben wir einfach Abstract Class hin. Und das ist auch schon alles. Und dann müssen wir hier aber statt Implements wieder Extents benutzen. Extents Printable und Extents Printable. So, jetzt haben wir hier eine abstrakte Klasse geschaffen. Jetzt Vorsicht, diese Funktion hier ist aktuell nicht als abstrakt definiert. Beim Interface war es klar, ein Interface hat nur ausschließlich abstrakte Funktionen. Aber eine abstrakte Klasse muss nicht alle Funktionen abstrakt haben. Das heißt, ich muss hier explizit hinschreiben, diese Funktion ist abstrakt. Okay, also sie hat keinen Körper. Wie bei Interfaces können wir hier abstrakte Klassen auch nicht als tatsächliche Objekte definieren. Also sowas wie newPrintable geht hier auch nicht, denn wir haben ja hier eine abstrakte Methode drin. Also eine abstrakte Funktion. Deswegen haben wir hier ein Problem, wenn wir das so ausführen würden, gäbe es einen Fehler. Und deswegen kann man die nicht tatsächlich instanzieren. So, aber der Unterschied, der große Unterschied ist jetzt, dass ich hier bei einer abstrakten Klasse auch normale Funktionen reinschreiben kann. Das heißt, ich darf jetzt hier auch sowas machen wie public function berechne und dann gebe ich hier einfach 1 zurück oder sowas. Also sowas wie, so eine Funktion hier ist ja jetzt nicht abstrakt, aber wenn ich von dieser Klasse printable erbe, dann kann ich diese Funktion berechne auch ganz normal aufrufen, ohne sie nochmal neu implementieren zu müssen. Also das wäre jetzt komplett funktionierender Code, was ich hier habe. Kann ich so machen. Und ich darf auch diese Funktion berechne überall aufrufen. Also auf jedem Datenbankobjekt, auf jedem User-Objekt kann ich jetzt meine Funktion berechne aufrufen. Das funktioniert alles ohne Probleme. Bei einem Interface kann ich so eine Funktion hier nicht haben. Bei einem Interface muss alles abstrakt sein, also sowas wie hier oben. Und deswegen muss ich das Schlüsselwort abstrakt nicht mal mehr hinschreiben bei einem Interface. Bei einer abstrakten Klasse muss ich es hinschreiben, denn es gibt ja Funktionen, die müssen nicht abstrakt sein. Okay, noch ein großer Unterschied ist folgender. In einer abstrakten Klasse darf ich das hier machen. Ich darf schreiben $Variable. Wenn ich vorne dran zumindest noch einen Modifikator reinhaue, also sowas wie var, dann habe ich hier eine Variable drin. Das kann ich jetzt ausführen und es gibt mir keinen Fehler. Bei einem Interface habe ich ein Problem. In einem Interface darf nämlich auch keine Variable drin definiert sein. Das heißt, ich bekomme hier einen Fehler. Na, geh weg, bitte. Dankeschön. Okay, in einem Interface darf keine Variable drin sein und deswegen stürzt mein Skript hier ab. In der abstrakten Klasse ist es kein Problem. In der abstrakten Klasse können auch Variablen benutzt sein. Ihr könnt mit Variablen irgendwie rumjonglieren, wie in der normalen Klasse auch. Nur, dass ihr eben auch zusätzlich noch abstrakte Funktionen haben könnt in einer abstrakten Klasse. Und deswegen könnt ihr in eine abstrakte Klasse nicht instanzieren. Ansonsten ist es wie eine normale Klasse, also quasi der Mittelweg zwischen einer normalen Klasse und einem Interface. Okay, das ist jetzt harter Shit gewesen, ich weiß. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Jetzt stellt ihr euch höchstwahrscheinlich die Frage, warum kann ich jetzt nicht einfach immer abstrakte Klassen benutzen? Die können ja dasselbe wie Interfaces und sind trotzdem quasi gleichmächtig. Das Problem ist, dass ich nur einmal extenden kann. Das heißt, ich darf nur hier Extents Printable machen und nicht mehr. Wenn ich jetzt aber noch gleichzeitig sicherstellen möchte, dass meine ganzen Klassen hier noch irgendeine andere Funktion unterstützen, aber ich brauche dazu ein extra Interface, also sagen wir mal, ich habe hier noch ein Interface oder noch eine abstrakte Klasse dann und ich möchte, dass sie von beiden erben, dann habe ich ein Problem, weil das geht nicht. Zum Beispiel Extents, lösche oder sowas. Del, also quasi eine neue abstrakte Klasse oder Interface, das einfach nur alles löscht wieder. Dann haben wir hier eine abstrakte Funktion, abstract public function delete. So, und jetzt möchte ich, dass meine Datenbank sowohl printable ist, als auch diese Löschfunktion auf jeden Fall zur Verfügung stellt. Dann habe ich ein Problem, weil ich darf nicht mehr als eine Klasse haben. Das macht auch Sinn, das liegt an diesen Variablen hier. Wenn ich jetzt hier eine $Variable in printable habe, also ich schreibe es hier gerade mal so hin, wie man es machen könnte, dann erben wir noch von Del, also wir erben jetzt von printable und von Del.
Und jetzt habe ich hier eine Variable drin, die nennt sich $Variable. Und diese Variable habe ich jetzt hier auch in meiner Del-Klasse. Und hier ist sie zum Beispiel gleich 5. Und hier ist sie zum Beispiel gleich 10. So, und was passiert jetzt hier in der Datenbank? Wir können ja nur einmal diese Variable namens Variable haben. Und was bekommt die jetzt für einen Wert? Wird sie 5, weil aus Klasse Del, oder wird sie 10, weil aus Klasse Printable? Habe ich ein Problem, ne? Genauso ein Problem habe ich, wenn ich jetzt hier wieder eine normale Funktion, also eine Public Function berechne habe, Klammer, Klammer, und das hier. So, und jetzt mache ich hier irgendwas anderes. Jetzt sage ich, in dieser Berechne-Funktion möchte ich jetzt auf einmal nicht mehr 1 zurückgeben, sondern Return 2. Ja, jetzt habe ich nämlich auch ein Problem. Wenn ich jetzt nämlich Printable und Del hier habe, dann passiert Folgendes. Ich habe auch jeweils einmal eine Berechne-Funktion, die jeweils geerbt wird. Und dann habe ich Schwierigkeiten, denn wenn ich jetzt hier auf meinem Datenbankobjekt Berechne ausführe, dann weiß ich nicht, ob da 1 oder 2 rauskommt. Denn hier kommt einmal 1 raus und die heißen ja komplett gleich. Wie soll man die auseinanderhalten? Und deswegen kann man nur ein einziges Mal von einer Klasse erben. Also auch von normalen Klassen können wir nur einmal erben. Wenn ich jetzt hier meine Klasse Superuser habe, kann ich auch nur Extends User machen und dann nicht mehr Extends Datenbank. Das geht einfach nicht. Aber was ich machen kann, ich kann so viele Interfaces, wie ich möchte, erben. Das liegt daran, dass wir hier weder komplette richtige Funktionen haben, die müssen ja alle abstrakt sein, und ich kann auch keine Variablen haben. Das heißt, das Problem hier fällt weg. Und sagen wir mal, ich habe hier noch eine Funktion, also das sind jetzt Interfaces hier. Interface, so, und keine Klassen mehr. Und das hier ist jetzt auch ein Interface. Und jetzt habe ich hier gleichzeitig noch ein, die berechne Funktion fällt ja dann auch weg, weil die darf ich ja nicht mehr haben. Ich kann höchstens noch ein Blueprint für berechne machen, das könnte ich eigentlich mal machen. Genau, so, und jetzt habe ich hier berechne und ich habe hier auch ein berechne, aber ich darf sie ja nicht schon mit Code füllen, diese beiden berechne Funktionen. Ja gut, wenn ich jetzt hier von Printable und Del erbe, dann bedeutet Del einfach, ich habe eine Funktion in meiner erbenden Klasse, also in meiner Datenbankklasse, die mir eine berechne Funktion zur Verfügung stellt. Und Printable sagt mir, die erbende Klasse, also Datenbank, hat eine PrintMe und eine berechne Funktion. Aber keine von beiden Klassen, weder Del noch berechne, sagt mir, wie diese Funktion berechne tatsächlich aussieht. Diese Berechne-Funktion muss nämlich in der Datenbankklasse dann nochmal überschrieben werden. Das, was wir auch schon gemacht hatten. Das heißt, wir haben hier Public Function. Ups, nein, das war nicht ganz das, was ich wollte. Function hätte ich ganz gerne. Berechne. Und das ist dann der Code, der ausgeführt wird. Aber auf jeden Fall, denn ich darf ja hier keinen Code zur Verfügung stellen. Ich kann nur sagen, die erbende Klasse, also Datenbank, hat diese Funktion. Aber nicht, was diese Funktion dann komplett tut. Und das ist der Trick, warum man mit Interfaces mehr als einmal erben kann. Gut, ihr könnt jetzt hier nach dem Interface übrigens auch noch eine normale, normale Klasse haben, also Extends und dann, keine Ahnung, Extends User, was jetzt absolut keinen Sinn macht, aber das funktioniert auch. Also ihr habt hier mehrere Interfaces und könnt dann noch von einer Klasse erben. Interfaces so viele wie ihr wollt, Klassen nur einmal. Und das Problem, das habe ich euch ja gerade versucht klarzumachen. Okay. Das war's jetzt erstmal. Ich weiß, das war jetzt heute sehr, sehr viel. Ich würde euch empfehlen, das Video vielleicht nochmal anzugucken. Das war wirklich sehr viel heute. Und ja, übt damit ein bisschen. Damit kann man echt krasses Zeug machen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Wahrscheinlich gibt es da ein bisschen kleineres Thema. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.